Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Freitag 15.30 Uhr und ja genau, Walking Dead Modus und da ist jemand in der Nähe. Der wollte schon die ganze Nacht ein bisschen Stress machen, ich konnte meine Aufgaben aber eigentlich soweit erfüllen bzw. erledigen. Aber erstmal kümmern wir uns um den hier. So, der hat auf jeden Fall schon die ganze Zeit Stress gemacht. Witzig ist, das hatte ich gar nicht mitbekommen, der ist hier offensichtlich schon durch die Spikes durch. So, ich laufe hier so rum und gehe halt davon aus, dass hier kein Hund ist. Es wurde ja schon die Vermutung aufgestellt, Mensch, an den ersten Tagen sind doch eigentlich keine Hunde. Das ist richtig. Nur definitiv, wenn man sich in dem Gebiet aufhält, dann ist es nicht ausgeschlossen. Oh, guck mal, das ging sogar ohne Spikes. Und dann brennt auch keiner mehr. So, als allererstes holen wir uns Steine. Das ist das Wichtigste. Dann können wir nämlich eine Stone Axe machen nochmal. Da ist ja noch einer. Irgendwo. Was war jetzt hier? Achso, das Schloss, was wir nicht brauchen. So, wir werden das natürlich hier erstmal alles schön looten. Ist der Respawn da hinten? Das kann doch nicht schon sein. Dass sie so schnell respawnen. Oder ich habe den gestern einfach übersehen. So, also wir werden hier jetzt erstmal looten. Alles so mitnehmen, was so mitzunehmen ist. Am besten ohne Hunde. Wir werden sicherlich ein paar wichtige Sachen finden. In dem Haus sicherlich auch noch ein bisschen essen. Und werden uns dann von hier aus weiter begeben. In hoffentlich neutrales Gebiet, wo Hunde nicht zwingend ihr Zuhause haben. Denn hier ist die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall da. Was mir gerade einfällt, das fällt mir jetzt gerade in der Sekunde ein. Ich überlege gerade, ob ich erstmal die Quest fix zu Ende mache. Weil ich habe noch immer kein Bett gesetzt. Und ich habe ja hier zumindest schon ein bisschen Loot. Und da wir alles verlieren, würde ich schon gerne hier bleiben wollen. Zack, so. Haben wir hier Glas gesammelt. So, dann setzen wir nochmal. Typ. Die hatte ich schon gesetzt, aber noch nicht aufgewertet. Zack. Und zack. So, dann. Ich weiß gar nicht, brauchen wir davon gleich noch was? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, 20 brauchen wir nur. Sehr gut. Bad Roll. Zack, craften wir. Und die pflanzen wir uns erstmal gleich da oben hin. Denn kann hier nichts mehr schief gehen. So, irgendwie hier Richtung Toilette da. Dann lassen wir ein bisschen Mats da. Ein bisschen was haben wir ja auch. Hallo? Mausrad wollte nicht. So, zack. So, ich habe schon mal so ein bisschen nach wichtig, unwichtig, unwichtiger und mittelmäßig wichtig sortiert. Ja, mal gucken, ne? Was wir mitnehmen können. Ich sehe ihn noch nicht. Gehen wir erstmal runter. Meinetwegen sollen sie das Haus hier kaputt machen. Genau. Guck mal, den nehmen wir auch mit. Fleisch bringen wir. Hallo?
Vielleicht springen wir gleich nach oben. Genau. Wegen den Zombies. Ich hab nämlich Bock. Weiß ich nicht, warum er das jetzt ausgerüstet hat. So. Fleisch. Hier hin. Leder ist zu Beginn jetzt auch nicht so unwichtig. So, dann habe ich mir hier diesen... Ein Skill habe ich mir schon aufgepackt. Hier. Sexuell. Damit er ein bisschen Ausdauer hat, der Junge. So. Dann kümmern wir uns einmal um die Jungs hier. Der hält ja so viel aus eigentlich. Lass mir das. Lieber nicht kaputt machen. Ah, Mist. Muss ich nicht selbst... Nicht selbst in die Spikes laufen. Glaube ich, höre noch einen. Das ist ja so eine hohe Ebene. Oh, fuck. Ich hab gedacht, der wäre tot. Falsch gedacht. Wegen Level ab, habe ich gedacht. Der ist tot. Das hier am Rand ist doch doof, wenn ich nicht oben stehe. Jetzt ist er aber tot. Das nehmen wir beides mit. Ja, du. Du kannst hier mal weiter wandern. Untouched. Noch so vieles untouched. Ich nehme Sicherheitssolver. Ich weiß es jetzt schließlich. Dafür, dass ich dann durstig bin, nicht ganz so optimal. Aber das hilft nichts. So, da hinten kommt nur noch ein Auto. Da haben wir nochmal Wasser hinten. Also ich werde sicherlich Tag 2 noch hier verbringen. Dann können wir hier alles schön in Ruhe looten. Und können dann weiterziehen. Morgens Tag 3. So wäre jetzt erstmal meine erste Idee. Mal gucken, ob die aufgeht. Hundehorde, Tag. Wird es auf jeden Fall jetzt noch wichtiger, zu Hause zu bleiben. Zumindest bei dem Spielmodus, den ich hier habe. Der ist ja schon recht sportlich. Wer nicht weiß, was ich meine, gerne die erste Folge einfach anschauen. Da ist in den ersten Minuten gezeigt, was ich für einen Spielstand habe. Okay, hier geht es nicht ganz so einfach. Weiter. Deswegen machen wir mal hier erstmal. Wenn mir nicht alles täuscht, kommen wir noch von hier nach links weiter. Alles Roger, ne? Nichts los. So, nochmal zur Erinnerung. Die Folgen gibt es mittlerweile immer montags, mittwochs und freitags um 15.30 Uhr. Mal gucken, wann die Alpha 15 rauskommt. Da wird es dann sicherlich wieder jeden Tag eine Folge geben erstmal. Aber ich glaube, dass es noch ein Momentchen dauert. Also bestimmt noch einen guten Monat. Da die Funpimps ja jetzt gerade die Konsolenversion mehr oder weniger fertig hat. Und da haben wir, glaube ich, erstmal da ganz gut zu tun. Ich will nicht gerade, nehme ich das mit. Kann ja erstmal nicht schaden. Wegschmeißen geht immer noch. So, so viel haben wir hier oben nicht. Aber schaden kann es auch nicht. Sehr gut. Steel Arrows sogar. Ich meine, wofür dieses Stadtgebiet echt gut war, das war für Federn. Also, Federn... Wir könnten uns auf jeden Fall jede Nacht
Schön an der Nase kitzeln. Das geht auf jeden Fall. Was für ein Vergleich, ne? Ich wundere mich gerade selbst. So. Keine Hundis. Da ist nochmal ein. Oh, ein Huhn, okay, alles klar. Klein und bewegt sich auf dem Boden. Ich muss zugeben, da wurde ich kurz nervös. Okay, ich glaube, da hört die Straße nachher auf. Da ist der. Wobei. Der Zombie, der da hinten steht, der sieht nicht so aus, als wenn ich den kannte. Oder doch ist der dicke. Doch, ist er doch. Hier ist noch mein Huhn. Mist. So. Kümmern wir uns erstmal um den hier. Nicht getroffen. Da hinten kommt noch einer. Sehr gut. Aber dann haben wir den auch schon weg. Lauf doch da durch. Sag mal. Ich steh doch hier. Hier. Genau. Fein. Genau, rüber da. Wie die immer ausweichen. Sehr gut. Sonst brauchen wir einfach viel zu viele Pfeile, auch wenn wir sehr viele Pfeile haben. Beziehungsweise zumindest Federn. Den holen wir uns auch noch. Der wird uns eh gleich nerven. Cool wäre, wenn die jetzt schon bluten würden. Aber ich glaube, das ist nur bei PvP so. So, dann looten wir den hier einmal. In der Zeit kann der andere schon mal kommen. Klebematerial. Ach, Knochen. Ja, nicht unbedingt. Dann ist wieder ein Huhn. Und er ist schnell auf dem Boden gelandet. So, düdelt. Sehr gut. Tot. Brauchen wir beides eigentlich nicht. Wir nehmen es erstmal mit. Sieht es auch nach oben zu gehen und wieder ein bisschen Loot hochzubringen. Das wird ja wohl mindestens ein. Ah, zwei Fleischstücke. Sehr gut. Dann würde ich vorschlagen. Steht da eine? Nein. Dann würde ich vorschlagen, koche ich schon mal einmal. Ah, nein. Ich kann ja nicht Ei. Ich habe ja Grill noch nicht fertig. Wir haben keinen Grill. Schlecht. Na, ist egal. Auch nur eine Kartoffel, logischerweise. Woher sollen sie kommen, ne? Kartoffelfeld haben wir ja hier nicht zufälligerweise gefunden. So, aber. Erstmal hoch. Ich könnte jetzt vielleicht noch mal das. Ich überlege gerade, ob ich noch eine Kramkiste schnell mache. Hier unten ist Essen. Oben ist Alkohol. Die behalten wir schön.
Wir können nachts noch umkramen. Okay, wir können auf jeden Fall eine Stone Axe machen. Die brauchen wir. Ein Campfire sollen wir machen. Wir haben zwar schon eins, aber ein zweites stört jetzt nicht unbedingt. Dann haben wir die Quest fertig. Kriegen wir nochmal ein paar Skillpunkte. Zack, da kommt die schon mal rein. So, und damit sind wir durch. Ja. Ein Skillpunkt. Nice. Läuft ja bei mir. Gut. Und weiter geht's. So. Den besten Loot haben wir noch nicht gefunden. So eine Fire Axe, ne? Wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich schon nehmen. So, hier Papier. Nope. Warte mal. Was hier Hühner rumlaufen? Bei der Temperatur. Hoch. Genau. Also Federn. Das sollte auf jeden Fall für die Tag 7 Horde jetzt schon fast reichen. Wir gucken uns gleich nochmal das kaputte Haus hier an. Das Huhn habe ich gesehen. Das lassen wir jetzt mal kurz. Dann gehen wir gleich hier ins Richtige. Ins richtige Haus. Und Lese hätte man eigentlich mitnehmen können. Hätte man schon mal abkauen können. Ah. Naja, gut, der Tag ist noch lang. Wir haben ja erst 8 Uhr. So, immer mal ein Auge aufhaben. Beziehungsweise ein Auge nach links und rechts. Für so ein Hündchen. Ah, da oben ist ein Zombie. Hier war ein Huhn. Okidoki. Erstmal keinen Hund gesehen. Also geht's weiter. So. Ich hoffe mal, dass wir in dem Haus hier vielleicht nochmal das ein oder andere Rezept finden werden. Das wäre auf jeden Fall eine Hilfe und Essen. Essen und Trinken wäre gut. Aber wir gucken, wir gucken, wir gucken. Wir werden hier alles ganz in Ruhe looten können. Heute wird es ja wahrscheinlich noch keinen Sinn machen, weiter zu laufen. Ich will nicht gerade. Vielleicht könnte man heute aber schon. Oh. Der Boden war gerade zu hell. Oh, das ist aber zu dunkel. Heute wird es wahrscheinlich noch keinen Sinn machen, hier großartig weiter zu laufen und zu gucken, wo man sonst eine nächste Base machen kann. Ich glaube, das wird einfach zu knapp. Okay. Also hier wird, glaube ich, mindestens ein so ein, wie sagt man, Bücherregal sein, was man looten kann. Vor allem, wenn es hier auch so verriegelt ist. Dann hoffen wir auf bestmöglichen Loot. So. So, eine mögliche eigene Base werden wir mit Sicherheit irgendwie mit Cobblestone machen. Oh nein, jetzt ist hier nur ein Tresor, ey. Der interessiert mich aber echt null. Aktuell noch null. Wir werden ihn möglicherweise vergessen, aber damit kann ich leben. Selbst wenn er in einer Waffe drin wäre, wäre die fast für einen. Oder wir sagen es anders. Die wäre quasi nicht zu gebrauchen. So. Aber Loot. Loot wird es hier. Na? Loot wird es hier hoffentlich ganz gut geben. Okay, der ist schon mal weg. Obwohl da noch was hängt. Nein.
bisschen wenig Essen. Aber gut, Fleisch haben wir. Können wir uns auf jeden Fall selbst was machen? Also an der Verpflegung sollte es erstmal nicht haben. Oh ja, nice. Das sind ein paar leere Gläser, die können wir dann gleich noch ein bisschen umfunktionieren. Die Tür nochmal. Dann brauchen wir nicht extra hin und her laufen. Papier. Tresor wieder. Sonnenbrille haben wir, glaube ich. Ja, sogar eine bessere. So, Bilder. Locked. So, dann brauchen wir denn keinen Stress machen. So, hier gehen wir erstmal. Ja, da holen wir uns mal Wasser. Sieht im zerstörten Gebiet auch tatsächlich nicht so schick aus. So, und auch hier dürfte, da habe ich ja auch mal den Tipp bekommen. Hier dürfte, glaube ich, wieder auch was drin sein. Ah, eine Leiche, sehr gut. Ich glaube, hier ist manchmal auch ein Tresor drin. Naja. So, das holen wir uns aber beides hier hinten. Hoffentlich kommt kein Hund. Okay. Nochmal. Können wir uns nochmal Wasser organisieren. You are wet. Zack, zack, zack. Das da drauf. Sehr gut. Ist hier noch was versteckt? Nope. Nix. So, hier werden Lederstücke, glaube ich, und Holz. Nehmen wir mit. Scrappen wir. So, den Fernseher. Ist noch ein Fernseher? Ja, nehmen wir auch mit. Passen auch beide genau mit ins Inventar. So, hier gucken wir. Okay. Schade. So, ein bisschen baden. Oh, schade, kein Wasser. Sonst wäre ich baden gegangen. Blut brauchen wir nicht unbedingt. Eine Ranch. Die nehmen wir mit. Ich bin eh kein Nahkämpfer. Und die scrubben wir. Dann haben wir schon mal eine Ranch. Und die Vitamine ziehen wir uns direkt rein. Müssen wir auf 102 kommen? Nicht? Okay, ich hätte gedacht. Geht sie nicht irgendwie noch hoch? Das ist doch die Tür von der anderen Seite, oder nicht? Okay, ja, das ist das Haus, okay. Ja, ja, ja. Okay, dann haben wir das hier auch schon fertig. Hoch. Dann können wir ja tatsächlich, würde ich sagen, in der nächsten Folge auf Erkundungstour gehen. Zumindest ein bisschen vorsichtig. Gucken. Zack. Oh, Duct Tape. Die Autos würde ich jetzt noch nicht auseinandernehmen. Dafür ist die Wrench auch noch nicht so doll. Komm, machen wir so. So. Wir müssen eh mal bald was essen. Und dann werden wir wahrscheinlich in diese Richtung hier spazieren. Denn da ist, glaube ich, Schluss. Da ist da. Okay. Ja. Okay. Wir bringen den Loot einmal hoch und ja, sind am Ende einer Folge angekommen.
Heute relativ unspektakulär, dafür aber nochmal zwei Zombies, nee, drei Zombies, drei oder vier Zombies getötet. Hier ein bisschen vorsichtig, da haben wir schon einmal raufgeditscht. So, das können wir jetzt gar nicht mitnehmen. Stimmt, Tasche voll, ne? Da gucken wir zumindest hier einmal rein. Was natürlich wichtig war, ist, dass wir keine Hunde gesehen haben. Das kann auch gerne erstmal bis Tag 5 natürlich, da müssen sie ja. Das kann ja erstmal so bleiben. Da hätte ich kein Problem mit. So, Leadlet Lut ist jetzt nicht ganz so tragisch. Fuck, 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 fuck. Oh, nicht so weit. Nein, nicht sterben. Oh Gott, es laggt. Wie weit stürzt das Haus? Psst. Nicht doch. Oh. Glück gehabt. Oh. War das knapp. Okay, ist das. Ist ja nice. Ist das Stein, was man einsammeln kann? Ist das Shotgun? Oh, das behalten wir. Shotgun Short. Oh nice, die Steine rollen hier alle. Doch nicht. Nicht alle. Okay, Holz. Da hinten ist ein Huhn. Oder ich war ein bisschen zu langsam. Ein paar Steine haben wir bekommen, aber das war natürlich hier spannend. Zum Glück ist hier noch was. Okay. Glück gehabt. Das wäre jetzt blöd gewesen, wenn alles eingestürzt wäre. Das, ja. Irgendjemand angelockt? Ich hoffe doch nicht. Gut, dann gehen wir rein, bringen den Loot weg. Sehen uns nächste Woche wieder, und zwar Montag um 15.30 Uhr gibt es die nächste Folge. Ups. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Ich sortiere derweil ein bisschen meine Tasche und dann gucken wir uns ein bisschen um, was hier noch so zu finden ist. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst doch gerne einen Daumen da. Bis bald, euer LP Gonchi. Und tschüss.